Willkommen zu Part 5 von Dr. Kawashimas Brain Training oder auch Gehirnjogging, wie auch immer. Im Deutschen. Ja, mal natürlich wieder zu zweit hier. Heute die nächste Übung. Mal sehen, ja, jetzt noch reden, dann müssen wir wieder welche freischalten. Der uns jetzt hier wieder quälen wird mit und irgendwas. Ja, ist helllichter Tag, jetzt muss gut lang. Schön, Sie zu sehen. Nee, doch nicht. Na gut. Training und... Oh, ein Hund noch alles schon gemacht. Silben steht auf dem Plan. Und wir fangen auch gleich an. Das ist doch eine der schönsten Übungen dazu. Ja, bis jetzt ja. Bitte zählen Sie die Silben auf dem linken Bildschirm. Also es geht los. Eine herrliche Erklärung, ey. Also da ist so ein Satz und da muss man die Silben, die da sind, einfach da drüben hinschreiben. Also ich zähle jetzt mal laut vor. Gestern war ich mal wieder im Kino. Das sind bei mir 10 Silben. Ja, jetzt zählst du das immer so. Ja, das war dann schon geil. Letztes Jahr haben wir den Urlaub am Meer verbracht. Sind schon 13, meine Güte. Also so wie ich es jetzt mache, ist es natürlich, dauert es wieder ein bisschen länger. Ist aber nicht ist das egal, Problem. Damit ihr auch was... Morgenstund hat Gold im Mund. Noch 7, meine Güte. So wenig hatte ich glaube noch nie. Wer mit dem Feuer spielt, oder so getrennt? Nee, ja, doch. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich daran leicht verbrennen. Na toll. Sind wir schon 14. Meine Güte. Es kann sein, das ist glaube ich, ob das jetzt das Ältere ist, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das... Also ich denke mal, aber müsste ja sein, wenn du das andere hast und da ist das nicht dabei. Ja, jetzt ist leise, gell? Damit es ein bisschen schneller geht. Ja, ich weiß nicht, ob das schneller geht, weil... Ach, keine Ahnung. Ist ja total egal eigentlich. Na gut, dann machen wir weiter hier. Es wäre cool, wenn jetzt die Antwort mal irgendwo stehen würde, nicht? Du hast Antworten. Auf das hier. Ach so. Das war eine Frage. Das ist mal ein toller Spruch. Bisschen sinnlos, oder? Ja, schon. Sehr geil geschrieben da drüben, ne? Also muss man sich mal so überlegen. Alter, was ist denn das? Da könnte auch mal was Geiles sein. Solche Bauernsprüche oder so. Bauernregeln. Ja, schon. Lang. Die machen eben einfach so irgendwas, was ihnen gerade einfällt. Geht immer sehr lang. Die geht wirklich sehr lang, das kriegt mich manchmal auf. Okay. Dein Sexuell, also das ist wirklich schlecht, muss ich jetzt so sagen. Tut mir echt leid, aber das war schlecht. Versuchen Sie demnächst diesen Rekord zu verbessern. Ja. Das Zählen wird 7 stärker pro Stunde und steigert Konzentration und Urteilsvermögen. Ich verrate Ihnen, wie Sie mit diesem Programm noch mehr Spaß haben können. Wenn Sie regelmäßig Stempel im Kalender machen, werden dadurch neue Übungen freigeschaltet. Sehr interessant. Gut, das war schon wieder für diesen Part. Das ging mal wieder schnell eigentlich, aber die Parts sind ja sowieso immer kurz. Und dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Part natürlich wieder einschalten, gell? Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.